Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 23. Maracuja-Eis. Letzten Donnerstag habe ich meinen Vater in der Klinik besucht. Er lag seit 3 Tagen auf der Intensivstation. Er hat eine Suppe zum Mittag gegessen und nachdem ich eine Weile da war, hatte er Lust auf ein Eis. Ich sagte der Schwester, dass ich kurz rausgehe, ein Eis holen und dann bin ich zur Tür hinausgegangen. Der Aufzug kam nicht, dann kam doch einer, er fuhr nach oben anstatt nach unten. Dann aber auch wieder einer nach unten, voller Leute. Ich fand, alles geht unglaublich langsam. Ich wollte einfach schnell ein Eis haben für meinen Vater. Ich kaufte ihm am Kiosk so ein Maracuja-Split-Eis, wie er es sich gewünscht hatte. Ich mag das auch sehr. Ich mochte es schon als Kind. Ich fuhr wieder hinauf auf die Station. Ich packte ihm das Eis aus. Die Schwester stellte sein Bett aufrechter. Er aß das Eis mit Genuss und in aller Ruhe. Ich betrachtete dabei seine Hände, wie er das Eis hielt. Ich sah, er hält das Eis so, wie auch ich das Eis halte. Das war schön. Er aß Eis und ich war traurig, aber auch froh, dass ich dabei sein kann. Als er fertig war, nahm ich ihm das Holzstäbchen ab und klar klebten seine Finger vom Zucker. Es gab trockene Tücher auf dem Tischchen neben seinem Bett und feuchte Tücher. Ich hatte bereits so ein feuchtes Tuch ausgepackt, als er sagte, das andere hätte auch gereicht. Und ich dachte, ja, das andere hätte auch gereicht. Mein Vater wischte sich die Hände mit dem feuchten Tuch ab. So wurden sie sehr sauber. Davor und danach redeten wir über alles, auch über den Tod, von dem er wusste, dass er sehr nahe ist und wie er ihn sich wünschte. Keine 18 Stunden später hat sein Herz in Ruhe aufgehört zu schlagen. Ich bin sehr traurig. Aber ich weiß, ich brauche jetzt immer nur dieses Maracuja-Eis essen, wenn ich möchte, dass er wieder da ist. Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, ihr aktueller Roman »Jetzt bist du da« ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.